Oh nein, es ist ab 16. Leute, Obacht, es ist ab 16 an manchen Stellen, ne? Ich hoffe, es passt so. Wir machen eine Liste, welche Spiele streambar wären, ja. Oh, da ist auf jeden Fall Mario. Oh nein, es ist Luigi! Die Grafik ist anders. Ist das so Mario und Luigi? Oh, wie die Spiele früher. Die habe ich gespielt tatsächlich. Mario Luigi Superstar. Eins der besten Spiele. Oh, es ist so Mario und Luigi. Oh! Oha! Aber mit Switch-Optik. Wie cool! Oh Gott, ich war so schlecht in diesen Quicktime-Events, aber ich habe dieses Spiel trotzdem durchgesuchtet damals. Ich spiele gerade mal Mario und Luigi Superstar Saga. Ja, das war so gut. Also ab 16, es kommt Schmuddelkram. Es kommt Schmuddelkram auf jeden Fall. Oh, das ist süß. Das ist cool. Eigentlich 3DS-Grafik, aber so gepolischte 3DS. Meint ihr, es ist 3DS und dann wurde das nie rausgebracht und jetzt haben sie es nochmal rausgebracht? Ach, Luigi, wir lieben dich trotzdem. Auch wenn nur oft. Ich weiß nicht, diese Mauszeiger jetzt aber. Oh Gott, diese Hämmer, oh ja. Also, das Spiel ist cool, würde ich jetzt nicht streamen, weil ich weiß, wie lang diese Kämpfe manchmal gingen. Das war echt anstrengend. Mein Gebärdensprachenlehrer hat für morgen mitgedacht. Im Unterricht, der eigentlich in Köln stattfindet, über Zoom. Ah! Ach, sehr cool! Oh, Snowy, du musst uns da mal Gebärdensprache-Tutorial geben, glaube ich. Das wäre cool. Cutie Patootie, es ist cute, ne? Anspielung auf Super Mario Fußball, ne? Wie heißt es? Wie heißt es? Brothership? Oh! Wird direkt bestellt, Brothership. Es kommt noch, es kommt im November. Ach, sehr cool. Wie süß, wie süß. Ach, sehr nice. Soll ich euch vorlesen eigentlich? Ich werde euch durch die heutige Nintendo Direct Präsentation führen. Das ist der erste neue Beitrag zur Mario und Luigi Reihe nach fast 9 Jahren. Krass. Mario und Luigi Brothership. Brothership. Freut euch über ein Abenteuer auf hoher See, das in einer Welt voller Geheimnis und bitterer. Jetzt war ich zu langsam. Wie auch über. Oh nein! Zu langsam. Es tut mir leid. Sehen wir uns die ersten Schlagzeilen an. Meint er, jetzt kommt was Neues? Bring the championships home or on the go. Was kommt? Oh, oh, was kommt? Oh, ja, ja. Ah, ja, die World Championship. Wer macht da mit? Wer von uns macht mit? Wen können wir anfeuern? Take on over 150 speedrunning challenges from across 13 NES games. From lightning fast feats to action packed battles. Also, wir können das gerne streamen, um euch zu zeigen, wie schlecht ich bin. Familiarize yourself with each challenge and perfect your timing. Oh, da war Pit. Oh Gott, wenn ein Kid Icarus angekündigt wird, das wär's. Ich würde es feiern. Mario macht mit. Mario macht's, ja. Mario. Oh Mario, wir würden dich so anfeuern. Du hättest so einen richtigen Fanclub. Den hätten die anderen nicht. Ganz klar. Stuck on a legend challenge? Check out classified information for handy tips and tricks to help you improve. Put your skills to the test in survival mode, where you'll race against ghost data of players worldwide. After each round, half of the players will be eliminated. Ich werde die Erste, die rausfällt, und dann werde ich so Kommentator. Oh, oh Gott, das habe ich auch gespielt. Oh Gott. Nintendo World Championships NES Edition launches on Nintendo Switch. Tatsächlich in genau einem Monat. Pre-orders for the digital version are available now on Nintendo eShop. Sweet. Also wenn jemand da krass reinsuchtet, sagt Bescheid. Ich feuer an. The final battle of Fairy Tail is about to begin. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie der Fairy Tail Charakter. Happy wird übrigens von Lotta gesprochen. Wisst ihr das? Im Deutschen? Mega cool. Anime Fairy Tale in this action RPG. Oh, bei Anime Games, die können echt gut sein, aber die können auch echt schlecht sein. Das ist so richtig krass.
engage in real-time battles. Er sah gerade sehr erwachsen aus, ne? Er sah gerade sehr erwachsen aus. Hat jemand den... hat das jemand schon mal gespielt? Fairy Tail? Gibt's doch schon eins? Das klang gerade so, es gibt schon teammates to take down powerful enemies. Fairy Tail 2 launches on Nintendo Switch this winter. Embark on a multi-dimensional journey. Das sah aus wie Final Fantasy Series. Oh, okay, von der Final Fantasy Reihe. Sakaguchi. War ja das gerade, das stand so neben ihm, ne? Zeigt den Charakter. RPG Fantasia. The world is slowly being robbed of its civilization. Die schiebt mich einfach zur Seite. To restore his memories, Leo must confront an evil entity threatening all mankind. Vam? The malevolent god? Skills are the ticket to winning battles. Man merkt die Final Fantasy Vibes, ne? To target multiple enemies at once. Das ist cool. You can also send enemies you've encountered to a separate dimension and fight them later. Das wäre ich. Alles am später schieben. The more enemies there are, the more you can wipe out in one shot. Stimmt, hat man dann irgendwann noch so einen Bumerang-Modus, dass es so einmal um die Kurve geht. Now, let us save the world together. Ich hätte mal ein Mario-Spiel, wenn man da das Ziel gesprungen ist, dann ist man so eine Dauerschlappe gewesen. Ach, krass! Ich bin ja kein RPG-Fan. Es ist JRPG, oder? In dem Fall sogar. Another sport is coming to Spoko Square. Das ist Spoko Square. Und schönen guten Abend, Hanika. Na, wo sind die Basketball-Fans, Leute? Das ist eure Gelegenheit, jetzt so richtig zu dribbeln. Geil. And shoot. Oh. In two-on-two matches using motion controls. Ist echt hart? Ich weiß auch nicht. Es ist einfach nicht dasselbe Wii Sports Feeling. Also es ist bestimmt gut umgesetzt, aber es ist einfach nicht dasselbe Feeling. Ne? Four players can also compete in five streak battle. Weiß auch nicht. Allein, dass man keine Mies ist. Allein das bringt mich hier schon. Das ist einfach weird. Ich will die Mies zurück, die waren super. Irgendwie hat entschieden, wir cutten die Mies. Das fände ich super sad. This free update for Nintendo Switch Sports. Also ich glaube, die Mies sind auch nur entstanden und waren so minimalistisch, weil die Wii nicht mehr konnte. Aber sie hatten halt was, ne? Sie hatten einfach was. Oha, was kommt hier? Sagt jemand schon was? Oha. Das war unerwartet. Aber der Zeichenstil ist schön. Probius ist der Dew. Ja, der der Stil ist cool. Ist das auch so ein Metroidvania, oder? So ein Sidescroll? So ein... Oh Gott, da sehe ich mich ja schon 10-mal sterben. Wie Ori. Ja. Das ist eine super schöne Grafik. Richtig. Oh ja, das ist so ein Metroid-Ding. Alle Metroidvania-Fans, ihr werdet das wahrscheinlich sehr mögen. Das heißt Mew! Mew! Oh, es kommt jetzt nächstes Jahr. Kommt jetzt nächstes Jahr. Und dann demnächst. Schönen guten Abend. Oh, ein Cartoon-Klassik. Was verstehen Sie? Oh Gott, Mickey. Oh Gott. Monoth's greatest detective is solving a mystery, and only Mickey and friends can help. Ich hatte früher auch so ein Mickey Mouse Spiel, ich glaube für den Game Boy. Das war irre schwer. Diese Disney Spiele waren einfach nicht einfach früher. What big secret lies at the end? Start sleuthing, because this free update launches on Nintendo Switch. Ach so, das ist ein Update. Oh, ich bin ja leider kein. Island Adventures Away. Oh, Hello Kitty kommt schon. Oh mein Gott, Hello Kitty's Insel Adventure. Customize your character. Then befriend Hello Kitty, Kuromi and other familiar faces in this open world adventure. Kann ich ihnen die Yu-Gi-Oh! Outfits anziehen? Gibt es Bärchen Exodia? Brauchen wir.
Hello Kitty Island Adventure launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch next oh year. Oh Gott, ist das süß. Das ist ja wie Animal Crossing. Das ist das, was wir gebraucht haben. Let's get loony in this wacky sports game. Hello Kitty spielt. Play as Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, oh, and wie cool. More across four arcade-style sports. Oh, da gab's doch diesen Film, wo sie Basketball gespielt unleash haben. The full power of Acme across oh Gott, der ist so, levels in so alt, ne? Local co-op. Keine Spoiler, Evil King, keine Spoiler! Looney Tunes, Wacky World of Sports, crashes onto Nintendo Leute, Switch. Danke. Cutie Patootie, Space Jam! Ja, Space Jam! Das sah jetzt grafisch nicht so gut aus. Oi, oi, oi. New crewmate and ja, ich bin ja ganz schlecht in Among Us, ne? Ein Phantom. Alert others when eliminated as a ich würde, wenn ich könnte, wäre ich einfach immer Crewmitglied, wisst ihr? So. Aber dann wüsste ja auch jeder, dass ich immer Crewmitglied bin. Aber dann müsste ich nie lügen. Ich wäre einfach immer Crewmitglied und immer glücklich. Das wäre ich. Wenn Hello Kitty Multiplayer hat, ja, wenn Multiplayer, dann machen wir alle Vacation auf unserer Hello Kitty Island. Oh, ist das Monster-Thema-Game? Haben wir hier ein Monster-Thema-Game aller Pokémon? Must rise up against the oppressive Magus to stop his vicious reign of the underworld. Ich nehme die Drachen, danke. Oh nein. And lead them into the fight against the Magus's army. Oh nein, das hat so ein bisschen Yokai Watch Vibe. Then cultivate and harvest them to make your buddies come to life. Oha, wir harvesten den Fuchsmais und dann kommen Füchse raus. Give commands to your monsters and exploit enemy weaknesses. Ich würde das Süßeste aussuchen und ich hätte einfach eine Armee nur aus diesen süßen Monstern. Merge all of the battle buddies in your party to call forth a giant fusion summon and wreak havoc on your foes. Man kann Drachen beschwören. Was wollen wir mehr in diesem Leben, ne? Hello Kitty gibt's auch auf einem iPad. Oha. Join the rebellion to stop ich habe ein iPad. In Farmagia. Farmagia. Das ist süß. November 1st. Das ist cool. Das fand ich cool. Donkey Kong. Ach, so entstehen Füchse gar nicht gewusst. Ja, doch, so entstehen Füchse. Donkey Kong Country Returns. Oh mein Gott. Originally released on Wii, oh, wie süß. Barreling onto Nintendo Switch in HD. So HD sieht es zwar nicht aus, aber cool. Hypnotized the local wildlife and stolen Donkey Kong's precious banana horn. Oh, Donkey Kong vibes. Obstacles in the way? Just stomp them. In HD. Oh, die alten Donkey Kong Country Teile wäre so cool. Aber so wirklich Country 1, 2 und 3. Die waren ja alle gut. Die waren alle super. Ah, 720p ist auch HD. Es sieht jetzt gerade nicht so crisp aus, aber cool. Ich finde es schade, dass es hat keinen Online-Koop, ne? Dass man es zu zweit spielen könnte. Jeder, und dann wechselt man sich ab. Oh, ja, das Nashorn. Den Strauß gab es noch, den Fisch. Ich glaube, die Biene auch. Für irgendwas konnte man fliegen. Ach, schon cool. Oh, Donkey Kong geht auch immer, ne? Donkey Kong 64, ja, ja. Donkey Kong Country Returns HD swings onto Nintendo Switch. Hätten sie noch warten können, hätten sie gleich für die Switch 2 noch rausbringen können, ne? Eine von Donkey Kong und Diddy Kongs Dschungel Eskapan kehrt zurück in HD. Diese Kongs haben jede Menge wilde Action und Spaß im Gepäck. Wer fährt als nächstes noch einen Blick auf das hier? Theo, du hast noch nie Donkey Kong gespielt. Oh, ich kann es empfehlen. Ich kann es empfehlen. Das sieht mir irgendwie bekannt aus. Vogel. Oh, ist das Dragon Quest? Das ist Dragon Quest, oder? Jetzt blamier ich mich, weil es anscheinend nicht Dragon Quest ist. Eine Stunde ist Erwachungsrückkehr. Ja, uiuiui. Dragon Quest. Ein Remake! Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich wusste, dass Dragon Quest kommt. Aber oh, süß. Sehr cool. On an epic adventure. Wahrscheinlich auch der Moment, es nachzuholen. Ja, Rabe schreibt es auch gerade. Wenn man es nicht gespielt hat und jetzt kommt ein Remake davon.
perplexing challenges. Ach, schon cool. Also diese Spiele von damals haben schon ihren eigenen Vibe, ne? Evil King war's für dich auch. So dieser Dragon Ball Vibe, ne? RPG. Das ist ja derselbe Zeichner von Dragon Ball und Dragon Quest. Zumindest nehmen seine Artworks fließen damit ein. Forge your own path. Sieht schön aus, ne? Sieht schön aus. Das ist, glaube ich, gelungenes Remake. The Legacy begins. Oh, sehr cool. Dragon Quest hat auch einen sehr guten Soundtrack tatsächlich. Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Einzige Dragon Quest Teile, die ich gespielt habe, war Monster Joker, weil du da Monster trainierst und sammelst und dann fusionierst du die und irgendwann hast du so Drachen. Der hat dann alles platt gemacht. Bei Dragon Ball nur prügeln, okay. Und Kuro Hakai, hallo, schönen guten Abend. Just right, Charles. Wir schauen hier entspannt direkt. Da, da, da. Oh, es ist 1 und 2. Ist schon cool. Der Moment ist nachzuholen. Ich bin ehrlich. Das ist der Moment, ist nachzuholen. Nintendo Direct. An alle, die diese Nintendo Direct-Präsentation ansehen. Ich bin Yuji Horii. Erschaffer und Spieldesigner tatsächlich. Hat Ihnen das Video zu Dragon Quest gefallen? Ich bin überglücklich, dass wir endlich das Erscheinungsdatum dieses Titels verkünden können. Und wir haben sogar eine kleine Überraschungsankündigung eingeschleust. Dragon Quest 1 und 2 werden auch eine HD-Bearbeitung erhalten. Von der Chronologie her stellt Dragon Quest 3 den Anfang der Erdchronik dar. Ich glaube, die Spieler werden Spaß daran haben, in 2 wieder zu langsam, wenn sie den Teil 3, 2 und 1 spielen. Ich hoffe wirklich, sie werden alle die gesamte Eldritch-Trilogie mit diesen Remakes genießen. Also, aufpassen, dass man es richtig spielt, ne? Oh, das ist wie manche Serien. Wenn du da die Staffeln anders gucken musst, dass es mehr Sinn macht, ne? Mhm. Oh, ist süß. Ist schon, ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es ist gut gemacht, das Remake, tatsächlich. Oh, Schlag auf Schlag, Leute. Schlag auf Schlag. Ist das eine coole Direct? Oh, ja. Oh, stimmt. Wo ist der Dino? Spot der Dinosaur, Leute. Spot der Dinosaur. Ui, nicht. Wollte er den gerade jetzt... Great Scott. Is that Marty McFly? The world of Funko is coming to life in this action-adventure mashup for the ages. Play with more than 60 characters. Kann man alle spielen. You explore locations based on over 20 iconic movies, TV shows, das ist and more. Sweet. Use special skills and crafted gadgets to explore. Wenn man die Dino nicht spielen kann, gibt's einen Punkt Abzug. With their own unique puzzles, hidden areas, and familiar foes. Ich hoffe, man kann Dinosaurs from Jurassic World ihn spielen, nicht nur bekämpfen. Ganz wichtig. Ja, wo ist der Dino? Noch ein Dino! Oh! When Funko Fusion pops onto Nintendo Switch, September 13. Wir lieben Dinos, wir lieben Dinos. Macht einfach jedes Spiel besser. We've got a smorgasbord of spooky, silly and strategic games. Schaurig, spaßig und strategisch. Ah ja, Luigi's Mansion. Oh, ich hab's geliebt auf meinem 3DS. Ich hab's geliebt, es war so gut. Ich weiß nicht, ob wir streamen. Irgendwie hätte ich ja schon lost, aber ich hab's halt schon gespielt. Also es ist so... Luigi's Mansion 2 HD. Ich empfehle wenigstens Super Mario Odyssey, wenn du das noch nicht gespielt hast. Das habe ich gespielt. Du kannst ja der Dino sein. Ich hatte ganz lange den T-Rex als Profilbild. Oh, ihr seid süß. Dankeschön. Dankeschön. Okay, jetzt kommt wieder was Weirdes. Was ist das? Explore dungeons and battle monsters. Was ist das? Customize all sorts of outfits. Decorate your island however you'd like. And more. Plus, up to 4 players in local co-op can team up to catch special Dempaman. Wie heißen die? Dempaman. And launches as a timed exclusive on Nintendo Switch, July 27. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Das ist glaube ich sowas Japanisches wieder. Ich glaube, bei denen kommt das gut an. Bei uns ist das immer so ein bisschen hart. Metal Slug Series. Metal Slug Series. Da bin ich raus. Das sieht seltsam aus. Ja, total. Es ist free to play. Mehr wollen wir gar nicht.
and build out your deck to win tactical tussles. Da war unser USK 16 Game. You can also slug it out with other players. Da seht ihr, Mario ist begeistert. Mario Battle Slug. Metal Slug Attack Reloaded. Storms onto Nintendo Switch later today. Heute noch, Mario. Du kannst es heute noch spielen. Gönnt ihr. Embark on an expedition of the damned in this eagerly awaited sequel to the Darkest Dungeon. Oh, stimmt. Board your stagecoach and set off across a decaying landscape to prevent an apocalypse. Oh, das hatte ich auch mal auf der Wishlist. Fight off nightmarish fiends. Das hat nämlich eine sehr coole Grafik, finde ich. And upgrade your abilities. Also, diese Grafikstil ist super sweet, ne? Darkest Dungeon 2 launches on Nintendo Switch July 15th. Pre-orders begin later today. Also nicht bei mehr Monat, Leute. Secret Deathmatch. More classic titles are on the way. Ja, Erweiterungspaket. Oh, Force Words. Play Link's classic 16-bit adventure. Oh Gott, der Gegner, ich will auch so lange an diesem Gegner. Dungeons. In The Legend of Zelda, A Link to the Past Force Wars. Oh, Force Wars war so gut. Ich hatte eine Freundin, die hatte dieses Spiel auch. Und wir haben das gemeinsam durchgesucht. Du konntest es auch zu zweit spielen. Oh, das war so gut. In Metroid Zero Mission. Das ist cool. Metroid Klassiker ist geil. Plus, coming to the new Nintendo 64, Nintendo Switch Online Mature Collection. Oh Gott, was kommt, was kommt, was kommt? Brave, the dangerous lost land. Wir boykottieren dieses Spiel. Man erschießt nämlich Dinos. Turok, Dinosaur Hunter. Nein, wir sind kein Dino Hunter. Pfui. And. Pfui. Pfui. Infiltrate a corporation to end their alien conspiracy. Oh, diese N64-Spiele. Oh, der Vibe, oder? Now with online multiplayer. All four games will be available cool. for Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members later today. Ah, dann weiß ich ja, was ich heute mache. Und mich dann morgen krank melde. Viel Spaß. Set sail to save the day. Es waren noch Zeiten in 64, ja. This is Verona, a young woman with the ability to communicate with phantoms. Oha. I will take all of this girl. Join her on a journey to save her friend Ash. Oh nein, wir müssen Ash befreien. Ach, Ash. Hättest du mal Pikachu mitgenommen? In this new installment in the Phantom Brave series. Ach, süß. Grafik ist süß. Take on tactical turn-based battles. Oh je. Er hat taktisch gesagt. Where you combine the phantoms you befriended with objects es sieht in super süß ways. Aus. Das ist so chibi-mäßig. Oh, kann ich die Monster zähmen? Ich will die mit der Zunge. Komm mal, combine süß. Phantoms with certain objects to maneuver them. Oh, es ist schön, schön. Aber ich bin grottenschlecht combine in diesen taktischen Spielen. To attack a large area. Ich gebe aber mein Bestes. A fan to blow enemies around. Force Wars mit drei Zuschauern, das wäre cool. Das wäre cool. Combine with Marona herself for show-stopping abilities that can turn the tide of battle. Das können wir gerne mal zusammen, das könnten wir machen. Force Wars war echt gut. The Lost Hero. Und ich glaube, wenn du Force Wars durchgespielt hast, hattest du einen extra Move für Link to the Past. Den konntest du dann nur, wenn du das durchgespielt hattest. This one's gonna take you for a ride. Da, Ding, na? Oh. Seven arcade games featuring Marvel and Capcom characters are fighting their way onto Street Fighter, Nintendo ja. Switch. Street Fighter hatte ich gerade erkannt, aber Clash in X-Men versus Street Fighter. X-Men versus Street Fighter? Also was gibt es? Wo Kirby? Ja, wo Kirby? Oh, Kirby war Take auch so gut. Take down the Kingpin in the beat 'em up side scroller The Punisher and more. Hey, ein Kirby-Spiel wäre cool. Ah, ich glaube, da warten wir noch ein bisschen. Aber Kirby war super. Select online mode to challenge rivals around the world. Ich war nie der Street Fighter Spieler. Street Fighter für mich auch nur so ein Button Smashing Ding. Aber es gab ein Anime, wo es drum ging, um zwei, die Street Fighter Profis werden wollten. Und das war super spannend, weil die Mechaniken dann in den Spielen erklärt haben. Das war cool. Marvel vs. Capcom Fighting Collection. Gibt es eigentlich ein Remake von Mortal Kombat? Oh, ich glaube nicht, oder? Wo bleibt das versprochene Formel 1 Game? Oh, vielleicht kommt es noch Mario. Ich drücke die Daumen. Bestimmt als letztes. Oh je. Oh nein, Mario Party. Das größte Mario Party. Schon wieder Mario Party? Gab es nicht erst Mario Party? Into the biggest selection of Mario Party minigames yet in Super Mario Party Jamboree. Jamboree! First, let's see some of the new boards where you'll compete to collect the most stars. Oha.
take the escalators to travel between floors in Rainbow Galleria. Oh nein, das ist die Coconut Mall. Definitiv, das ist nicht die Galleria. Das wird ein großes Spiel. Ja, schaut mal, hey, welchen Charakter kommt da? Da ist Formel 1, Mario. Told ya, told ya. Da ist dein Formel 1-Spiel im Mario-Universum. The ebb and flow of the tide can change your path. And things really get mixed up when the volcano blows. Wisst ihr, was das Schlimme ist an Mario Party? Du bist gut, du führst bis zum Schluss. Und dann geben die so Troststerne an alle anderen. Und dann gewinnt jemand anders. Oder er klaut dir Sterne. Hat er spielte Sterne und dann klaut er die jemand. LOL. Oh, das ist süß. Ich mag eigentlich nur die Minispiele. Oh, das ist cool. With over 110 Minigames. 110 Minispiele. Aber das ist doch jetzt bestimmt das dritte Mario Party für die Switch, also, oder? Up to 20 players can go head-to-head online in the Coupathlon mode. Das ist vielleicht was für uns. Compete against your rivals and aim for first place. Oh, das wäre was für uns. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass ich es kaufe und ihr könnt alle mitspielen. Oh, das wäre cool. Wait, there are even more new modes? The biggest Mario Party yet will soon be underway when Super Mario Party Jamboree launches on Nintendo Switch October 17th. Shut up and take my money. ご覧いただいたのはシリーズ完全新作スーパーマリオパーティー。Es sieht sehr gut aus für Mario Party. 新たなボード。Also, das ist cool. Ich mag diesen Online-Modus mit 20 Spielern. Das wäre sehr cool. Wenn ich es nur kaufen müsste und ihr könntet da reinjoinen. Das wäre super cool. Dann könnten wir so ein richtig Community-Game machen. Oh, Zelda! Wieder ein Chibi-Grafik! Oh mein Gott! Oh, wie Link's Awakening! Oh, er ist schon cutie patootie. Oh ja! Oh ja, das ist der. Welches ist es? Nee, hä? Oh oh. Nein, Link! Nein! Oh Gott, Zelda. Lauf! Lauf! Lauf schneller! Lauf, Forest, lauf! Oh, wie sweet, die hatten noch mal, die dürfen jetzt noch mal so ein Spiel machen. Die, wo Link's Awakening gemacht haben. Ah, oh, das ist cute. Spielen wir sie? Ist das das erste Mal, dass wir Zelda spielen? Also, eigentlich müsste es doch dann Link heißen. Komm. Oh, da ist er schon. Zelda の伝説, シリーズプロデューサーの青沼です。Aonuma. Oh. Was ihr gerade sahen, war der neueste Titel. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Dieses Mal ist Link verschwunden. Und jetzt ist es eine Prinzessin Zelda, die Protagonistenrolle zu übernehmen. Wir spielen endlich Zelda! Ah, sie fragen sich vielleicht, wird Zelda jetzt ein Schwert ziehen oder kämpfen? Nein, Zelda ist Bogen. Wenn, dann ist sie Bogen. Und hier wollen wir eine neue Spielweise einführen. Okay, sehen Sie bitte das Video an. Das erklärt es besser. Okay, jetzt bin ich gespannt. Stolen away. Across the vast lands of Hyrule, strange rifts have appeared and have taken many people. Klingt nach Magie, ne? Oh nein, Link. Nein. Now alone, Zelda meets the strong independent woman. Receives a mysterious staff called the Tri-Rod and sets off on a journey across Hyrule to save her kingdom. Das ist ein Magierstab. Das ist schon mal cool. Oh, Elden Ring vibes. Jetzt muss sie nur noch Steine schmeißen. By waving the Tri-Rod at a table she found, Zelda learned how to create an imitation of it called an echo. Once you learn an echo of something, you can recreate it whenever you'd like. Even if there's a wall blocking your path, you can create echoes sowas von mit Stühlen bewerfen. Oh, das ist cool. Just like that. Hat so ein bisschen mehr Puzzle Adventure Vibes, ne? You can create wooden boxes. Oh ja. Old beds and unusual things. Einfach immer like Betty. Waterbox. Oh, das wäre cool. Stellt euch das mal vor, immer ein Betty. Oh, das ist entirely up to you. Learn and create echoes of things you find while exploring Hyrule.
Wow, man kann Schild machen. You might be surprised at what you discover. Geil. Even battles will look different. You could pick up and throw a rock echo, for example. Oh, das stelle ich mir anstrengend vor. Jedes Mal ein Rock. Aber wir können wieder Steine schmeißen. LOL! After doing so, Monster-Thema! Oh, ich bin so ein Schleim. LOL! Monsters have different abilities. Oh Gott, die Krebse. So choose the one you want to create based on the situation. Wisdom is key after all. Es ist super süß. Ich bin begeistert. Ich find's cool. Ich find's cool. Aber sie hatten mich schon bei Zelda. Oh, der Papagei, ich bin der Papagei. Oh Gott, ich werde versuchen, alles irgendwie für mich reinzuluten, was geht. Weißt du so? Nehme ich. In Hyrule without Link, oh, da waren Zoras und Dekus. Oh, der Dekubaum. Oh, und Bossgegner, ne? Die Mechanik ist cool gemacht. Die Idee ist wieder cool. Also schon nice. Ist mal wieder was anderes. Es bricht mal wieder so ein bisschen diese. Wir haben uns ja lange gewünscht, dass Zelda mal ihr eigenes Game bekommt. Ich will den Dino. Habt ihr gerade gesehen, es war ein Dino Warrior? Ich will den. Ach, wie cool. Vor allem, das sieht echt so aus, als könnte man sehr, sehr viel bekommen. Oh Gott, das waren die Zombie-Dinger. Oh, 26. September. Gekauft. Wo ist die Special Edition? Wo ist sie? Ah, nein, eine Switch brauche ich nicht. Ich will die Special Edition. Komm, komm, jedes Zelda hat eine Special Edition. Hoffentlich mal kein Ganondorf-Bösewicht. Doch. Das brauchst du. Nein, nein, geht nicht. Weil Link muss ihn hier besiegen. Oh, es gab keine Special Edition. Oh. Schade. Oh, da kommt's. Sie müssen Pedro in Just Dance reinmachen. Ich dachte immer, das sind übrigens 3D-Modelle, aber das sind echte Menschen, die das tanzen. Also sie werden so gefilmt mit ihrer Schminke und alles. Richtig crazy. Just Dance ist immer so, man denkt, man ist mega geil. Und dann sieht man das Replay, wie man getanzt hat. Und dann denkt man sich so, fuck, bitte lass das nie jemanden sehen. Sie haben eine neue Switch confirmed. Tatsächlich, da kam die neue Switch, ja. Es war zwar nur eine Lite, aber es war eine neue Switch. Es sah sehr schön aus, by the way. Wer eine Switch Lite sich wünscht, die ist schön. Ihr bekommt ein Go, diese Switch Lite zu kaufen. Genauso wie bei SingStar. Man denkt auch so, man singt richtig gut und dann hört man die Aufnahme an und dann so, hier ist was nicht ganz gut gelaufen. Horizon kommt für die Switch. It's the world of Horizon. Oh, guckt ihn euch an, wie er seine Hotdogs verkauft. Join Machine Hunter Aloy on a quest to save the world from an ancient evil. Das sieht super aus. Journey through lush landscapes. Man Zelda mit Lego. Climb up onto tall necks and traverse other locations inspired by the original game. Schon cool. But be careful. Swarms of machines are lurking everywhere. Lego-Spiele sind super. Jeder, also, die kannst du auch in jeder Altersgruppe spielen. Ich finde, die sind einfach vom Humor so geil. Alle Lego-Spiele geil. Ja, ja. Mighty Sawtooth. You might even come across the fearsome Thunderjaw. Super. Oh Gott, ich will. Oh mein Gott, ich will die Achterbahn auf meinem Haus. With lots of outfits. Oh, and you don't have to explore this vast wilderness alone. Ist das Spiel auf der Xbox? Schon, oder? Es kommt auf allen Plattformen. Oh, schau, sogar mit Koop. Also, Couples, Lego Horizon it's your turn. Launches on Nintendo Switch. Ob ihr euch danach hasst oder liebt, ist das nächste, aber... Oh, wollen wir es nochmal spielen? Oh, es ist... Oh nein, oh Gott, grafisch natürlich. Sie haben es versucht. Oh Gott, nein, nicht dieser Absturz. Oh nein, Mizi, oh nein. Oh, ich habe ja fast geweint an dieser Stelle. Oh nein, die Mizis. Oh nein. Ich fange gleich wieder an zu weinen. Das war einfach zu sad. Experience a decaying oh Gott, die Grafik natürlich. Es ist krass, wie viel die Grafik ausmacht. Weil ich finde, Stray hatte durch seine Grafik, die sehr, sehr gut war,
carefully climb to the highest heights. Da schon sehr Atmosphäre geschaffen. Aber das Spiel ist super. Ich würde es nur auf einer anderen Konsole empfehlen. Ne? Hoffentlich bekommt sie eine Luigi-Mütze als Outfit. Ich glaube, sie hatte gar kein Outfit, oder? Man hatte nur dieses Standard-Ding. Not everyone is excited to have you slinking around. Aber man war eine Sisemichi. Aber das war ein schönes Spiel. Auch ein Highlight-Game, finde ich. Stray war ein absolutes Highlight-Game. Von der Art, wie es war und unerwartet gut einfach. Und sehr Mietzi-haft. Im Winter. Das ist ein Winterspiel. Ja, das sehe ich auch. Mietzi-Game. Oh, das ist Hobbit-Spiel. If you've ever wanted to live like a hobbit from the Lord of the Rings. Wer will nicht als Hobbit leben in seinem Hobbithäuschen? Also das Hobbithäuschen würde ich ja nehmen, ne? Also ich würde ja so reinpassen. Wie groß sind Hobbits? Ich glaube, ich komme damit klar. Customize your appearance. Decorate your home. Da sehe ich mich. In the Shire. As a newcomer to the little haven of Bywater, you'll befriend your neighbors, work together to solve problems and even share a meal or three. Bei mir gibt es sie nur Nuggets, wenn ihr vorbeikommt, ja? Forage and cook. The best way to build a hobbit community is by hosting a dinner party with your homemade dishes. Plus, you can trade with your neighbors for unique decorations or special ingredients for even tastier meals. Schon sweet. Friendly hobbits and familiar faces await your arrival when Tales of the Shire. 1,40 ist der Hobbit, also ist mir zu groß, ja. Aber ich glaube, dass ich in den Häusern noch stehen könnte. Investigate, interrogate, checkmate. Objection! Two Ace Attorney spin-off games, including a sequel that was previously unreleased outside of Japan, are coming to Nintendo Switch as one collection. Nie eins gespielt, ich müsste es echt mal nachholen. As the prolific prosecutor Miles Edgeworth, take the case out of the courtroom and investigate crime scenes. Gather information als großer Detektiv Conan-Fan, glaube ich, wäre das so mein Ding. Ist das ein Hobbit-Palia? Ja, Theo, das ist ein Hobbit-Animal Crossing-Palia-Verschnitt. Ich bin mir nicht sicher, ob es online ist, so wie Palia, aber so Animal Crossing-Vibes auf jeden Fall. Hast du dein Haus, man kann es dekorieren. Take a break from your investigation to explore the gallery. Oh, schön. You'll find character art, music, including orchestral arrangements, and more. Past and present collide as you uncover the truth at any cost. Ace Attorney Investigations Collection launches on Nintendo Switch September 6th. Pre-orders begin later aber today. Aber nicht jetzt fürs Stream, sondern dass ich es mal nachhole für mich. Ich glaube, die Direct zeigt einem viele Spiele, die man mal nachholen kann. Spot the main characters. Entweder haben sie weiße Haare oder bunte Haare. Ich spiele lieber, wenn Spiele ein Artbook beinhalten, sagt Snowy, ja. Das feiere ich auch sehr. Ich gucke das auch immer an. Na, Danganronpa, oder? So vom Stil. Das ist aber kein Bär. Aber so von den Augen. After a devastating attack by unknown assailants, nee, da ist kein Teddybär. Ach, Takumi. Oh nein. A mysterious school mascot suddenly appears. Das Maskottchen ist gruselig, Leute. While Takumi manages to get out of harm's way, he's then forced to enroll at the Last Defense Academy, along with 15 other doch, students. Doch, das hat super krass. Oh doch, total Danganronpa vibes. Their mission is to defend the school from hostile student enemies for 100 days. Und so ein bisschen Persona vibes. Oh Gott. Die wäre in meinem Team. Das ist eine Psychofrau. Da kann man nichts falsch machen. Oh, ein paar sehen auch wirklich so aus. Ja, es ist Despair, ja. Aber wo ist Monokuma? Nein, es ist anders. Okay, The 100 Line. Es ist nicht Danganronpa. Aber ich glaube, von demselben Artist. Die Charaktere sahen sich gerade sehr ähnlich vom Artstil. A full remake of Romancing Saga 2 is marching on to Nintendo Switch. Rule and expand the Empire of Beren across multiple generations while challenging the legendary seven heroes who have turned to darkness. Man ist über Generationen hinweg. Das ist cool. In combat, use returning Saga features like Glimmers to learn skills. And formations to enhance abilities. Das hat
turn-based battles have also evolved into timeline battles, yes, where the action order is key. Innovative features like United Attack, yes, can also Schwert help with strategy. How will you expand your empire? And in which order will you fight the seven heroes? Hat wirklich jemand mitgezählt bei den Remakes? Das hätten wir machen sollen. Wir hätten zumindest ein Remake. Fire Emblem, danke. Danke. Wir hätten ein Remake-Bingo machen können. Donkey Kong hätte ich nicht gedacht, dass ein Remake kommt, tatsächlich. Das war unerwartet, aber ist gut. Tada! Romancing Saga 2. Das hat eher so Samurai-Vibes, ne? Launches on Nintendo Switch, October 24th. Aber die Spiele, die auf der Virtual Console kommen, zählen wir nicht dazu, oder? Ja, auf jeden Fall freut euch sehr darauf, ein Remake von Romancing Saga 2 zu erleben. Und damit ist die heutige Präsentation fast zu Ende. Nein! Die letzte Ankündigung, und nein! Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Was ist denn als letztes jetzt noch? Oh Gott, ist es Metroid. Oh Gott, ist es Metroid 4. Oder neues Metroid, weil Metroid 4 immer noch nicht kommt, ne? Metroid wurde zum Release der Switch, haben sie die Metroid angekündigt. Und es kam nie raus. Jetzt, oh Gott. Es ist Metroid. Go Samus. Go Samus. Oha. Tatsächlich Metroid der Ego-Shooter. Unerwartet. Ist das jetzt gut oder schlecht? Mögen wir das oder mögen wir das nicht? Es ist anders als gedacht, aber... Es ist echt Metroid 4. Oh ja, man kann so ein Ball werden. Cool. Geil, wie er gegen die Ecken bounced. Oh Gott, ich sehe Gegner, die mich töten. Wieder und wieder. Ob ich da gut bin? Krass. Hier so Gitarren-Solo. Metroid Prime 4, oh mein Gott, das ist wirklich so. Oh, Beyond. Es hat nochmal einen neuen Titel bekommen. Krass. Krass, wie unerwartet. Hä? Ist es das auch noch? Das sieht ja jetzt viel schöner aus. Also, das ist weniger Geballer. Oh nein, das kommt erst nächstes Jahr! Oh no! Ach krass. Also doch für die Switch 2. Das war der erste Blick auf Metroid Prime 4 Beyond. Nach sehr langer Zeit sind wir endlich soweit, mehr Informationen zu diesem Titel preiszugeben. Der geplante Erscheinungstermin ist 2025. Also bitte geduldet euch noch etwas. Wir hoffen, ihr freut euch schon auf Samus Arms neues Abenteuer. Das war's mit der heutigen Direct. Okay. Danke fürs Zuschauen. Da ist aber hier noch ganz viel. Oh, es ist nur weißer Screen. Es ist nur weit... Oh nein. Huch. Vielen Dank fürs Zuschauen.